Servus bei dem Rollercruiser. Wir machen heute ein Tutorial über Tailwhip. Es werden drei verschiedene Schritte gemacht. Also drei Übungsschritte. Und dann noch, wie ihr den Tailwhip dann richtig macht. Also Übungsschritt 1 ist Board andrehen. Wir machen immer so. Immer das Board so andrehen. Du kannst es auch so machen, wie ich vorhin gemacht habe. Das Board andrehen. So wäre es wahrscheinlich effektiver. Oder halt. Und jetzt hat Schritt 2 ist Lenker andrehen und Schritt 3 ist das Aufkommen. So. Und das Aufkommen, das ist was Gutes, weil ihr nämlich alle Schritte auf einmal macht. Ihr macht nämlich das Board andrehen, den Fuß Board andrehen, Lenker. Und dann ist Aufkommen. Ich zeig's euch mal. Bordandrehung, Lenker, Aufkommen. Okay? Also Schritt 1 ist das da. Nochmal zur Wiederholung. Schritt 2 ist das da. Ups. Und Schritt 3 ist das Aufkommen. Okay? Also, so, und jetzt hat, wie ihr den richtigen Carry macht. Dann müsst ihr beide Beine aufs Board tun. So hier. Und dann anschieben mit beiden Beinen. Mal probieren. Dann kommt er immer so auf. Nur mit beiden Beinen. Nichts mit den Lenker so schnell ziehen. Sondern zwar nur mit den Beinen. Also nur. Oh, schon wieder angeschlagen. Okay? Wenn ihr das dann beherrscht. Dann könnt ihr mal probieren mit dem Lenker. Also dann so. Dann kommt ihr so auf. Und wenn ihr dann richtig den Lenker mal durchzieht, dann müsstet ihr eigentlich mit beiden Beinen aufkommen. Aber die Übungsmethode geht einen eigentlich noch so, dass ihr mit einem Bein so aufkommt und das andere ist hier stehen. Also so. Ungefähr. Der war jetzt scheiße von mir. Aber ich mach's nochmal für euch. So, versteht ihr? Und ja, wenn ihr den dann gut beherrscht, dann würde ich in der Luft beide Beine zusammenlassen, nie auseinander tun. So jetzt zum Beispiel, also so in der Luft auseinander das Spring verhüllt. Da habt ihr nur im ganzen Tailwhip verschissen, im Deutschland. Und wenn ihr beide Beine drauf tut und es macht, habt ihr nämlich nicht verschissen, wenn ihr beide Beine zusammen tut. Okay? Also ich zeige es euch nochmal. Ja, der war schon wieder scheiße. Ich kann ihn auch noch nicht so hundertprozentig, aber es wird schon. Ich übe jetzt schon 5 Tage. Normalerweise eine Woche sollte man brauchen. In 2 Tagen stelle ich jetzt dann noch einen Clip rein. Okay? Und dann muss es bei euch klappen. Also, Servus. Und bis zum nächsten Mal bei dem Rollercruiser.